ganz herzlich willkommen zur Frühlingsausgabe des Happy Way Magazins 2022. Diese Zeitung gilt für April, Mai und Juni. Und unser Lebensmotto ist hier: einfacher leben, weniger haben, mehr sein. Ayurvedische Migränetherapie natürlich und sanft. Hundeglück, nachhaltige Ideen für Dog Moms. Und ich ergänze Dog Dads. Gartenglück, klimafreundlich säen, pflanzen und ernten. Körperglück, ohne Chemie wieder richtig gut schlafen. Liebesglück, kann eine App die Liebe retten. Und schließlich Küchenglück, Spargel und Erdbeeren auf die lässige Art. Und jetzt sehen wir in das Magazin. Dies ist, wie du hören kannst, wieder eine Tagesaufnahme, Tageslicht, weil ich das einfach am schönsten für die Zeitschriftenvideos finde. Aber wir haben dadurch auch ein paar Umgebungsgeräusche. In meinem Fall die Vöglein. So ein schönes Bild von Bocage und allein die Schriftart. Logo oder Namen. Finde Ruhe mit der Natur. Genieße eine Auszeit mit Bocca Bio Kräutertees. Einzigartige Kompositionen aus natürlichen Bio-Kräutern für Tee, Momente der Ruhe und Entspannung. Ist mehr. Minimalismus. Von der Chefredakteurin ein Artikel. Das ist der Burner. Folge deiner Intuition und alles wendet sich zum Guten. Im Fluss, im Fluss, im Fluss des Lebens. Wenn wir öfter mal den Dingen ihren Lauf lassen und uns dem Fluss des Lebens anvertrauen, erledigen sich viele Probleme von selbst und wir gehen glücklicher und gelassener durch den Tag.
so schöne Farben. Der Fluss des Lebens trägt dich weiter. Bleib bei dir, vertrau dem Leben. Schritt für Schritt entfaltet sich der Weg. Und hier sehen wir ein Mudra, das sind diese bestimmten Bewegungen oder Fingerstellungen, die wir machen können, um uns zu unterstützen, unsere geistige und seelische und aber auch körperliche Gesundheit. Sehr asiatisch angehaucht. Gib den Möglichkeiten Zeit zu wachsen. Loslassen und auch gelassen werden. Die wesentlichen Dinge geschehen von ganz alleine, steht hier oben. Das erinnert mich immer an ein Samenkorn, das man einpflanzt und das auch von alleine wächst und weiß, wie es wachsen soll, solange es die richtige Umgebung bekommt. Wasser, Nährstoff aus der Erde und auch Sonnenlicht. Wir meinen oft, alles kontrollieren zu müssen, denn wir sind geprägt von unserer westlichen Welt, die eine Welt der Macher ist. Nicht handelt, gilt als jemand, der alles mit sich machen lässt. Wie anders denkt man dagegen in Asien darüber? Das taoistische Prinzip der Wu-Wei ist tief in der chinesischen Philosophie verankert. Im Prinzip geht es dabei um das Handeln oder Einhandeln durch Nichthandeln. Gemeint ist, wenn wir nicht sofort in die Aktion oder in die Reaktion gehen, sondern innehalten, verweilen und bei uns bleiben, entsteht ein Raum. Ein Raum, in dem wir den vielen Möglichkeiten des Lebens schlicht die Zeit schenken, die sie brauchen, um sich entfalten zu können. Übe dich im Nicht-Tun und alles fügt sich zum Guten, heißt es deshalb im Tao. Seitensammlung des chinesischen Gelehrten Lao Tzu. Die starke Botschaft, hier geht es keineswegs um Resignation oder Schwäche, sondern um Vertrauen. Was mich nicht glücklich macht, kann weg, wenn das mal so einfach wäre. Man muss nicht alles aufheben, was sich über die Jahre ansammelt, ob Dinge, Gewohnheiten oder Menschen. Ab sofort darf nur bleiben, was uns so richtig gut tut. Liebes Leben, ich hab mich gerade neu in dich verliebt, steht hier. Minimalismus, weniger Kram, mehr Spaß. Goldene Regeln des Ausmistens. Klein anfangen, Platz schaffen. Richtig, weiß nicht, was das heißt. Machst du mich glücklicher oder richtig
etwas entsorgst, bedanke dich bei dem Ding. Sehr schön. Der schönste Ort auf der ganzen Welt, mein eigenes Zuhause. Die Macht der Dinge. Einsame Socken, das sind immer die, wo die zweite Socke fehlt. Mein schöner Wochenplan hier. Im Querformat. Plötzlich liegt der Tag vor dir und hat so viel Raum für Neues, für Schönes. Für das, was wirklich wichtig ist. Das ist der. Natürlich nicht, ob die Happy Way immer ein bisschen unterschiedlich je nach Ausgabe kostet oder ob die immer
raus. Gute Gedichte treffen uns mitten ins Herz. In jeder Happy Way stellen wir euch ein Gedicht und seine Autorin vor. Die haben wir: Alexandra Töse aus Bremen, Expertin für Hochsensibilität. Und ich lese dir dieses Gedicht jetzt vor, im wunderschönen sonnendurchfluteten Wald. Wahrheit. Was, wenn es wahr ist, dass die Vergangenheit vorbei ist? Was, wenn es wahr ist, dass du nicht zurückreisen wirst, weil es kein Ticket hierfür gibt? Was, wenn es wahr ist, dass Leben stets voranschreitet? Was, wenn es wahr ist, dass jeder Schritt vorwärts führt? Was, wenn es wahr ist, dass hinter den Wolken weiter in die Sonne scheint? Was, wenn es wahr ist, dass der Mond vollständig da ist, auch wenn du nur die Sichel siehst? Was, wenn es wahr ist, dass die Erde dich trägt und nährt? Was, wenn es wahr ist, dass Gefühle durchgefühlt werden wollen und lauter werden, wenn du sie wegschieben willst? Was, wenn es wahr ist, dass Kummer und Freude Verwandte sind? Was, wenn es wahr ist, dass Heilung und Vergebung möglich ist? Was, wenn es wahr ist, dass nach dem Hindernis die Liebe wartet? Was, wenn all dies wahr ist? Was würdest du wählen? Das habe ich schon oft gehört. Oh, Bono Bono. Oh, Bono Bono. Der Friede beginnt in mir. Hawaiianisches Sprichwort. Die wirkungsvollste Art, der Welt zu schaffen, ist die Vergebung. Auf Hawaii wurde für ein wunderbares Ritual erschaffen. Es besteht aus nur 4 Sätzen, aber die haben Zauberkraft. Ein Ritual aus der Urzeit der Menschheit. Zuerst werden die Sonne untergeht. Genau das sind diese 4 Sätze des Ho'oponoponos. Es tut mir leid, bitte vergib mir, ich liebe dich und danke. Das kann man hier jetzt in diesem Magazin ausschneiden. 4 magische Sätze können dein Leben verändern. Vergib mir, das heißt, ich möchte das, was war, wirklich hinter mir lassen. Wer vergibt, der gibt dem anderen etwas Neues, eine positive Botschaft. Wer um Vergebung bittet, der ist bereit, etwas Neues anzunehmen. Vergebung, das ist vor allem loslassen. Und ich liebe dich, das heißt, ich nehme dich an, so wie du bist. Und im Gegenzug nehme ich mich an, so wie ich bin. Das Danke geht raus an das Schicksal, das mich diese Erfahrung hat machen lassen. Und da oben noch, es tut mir leid, heißt, ich erkenne meinen Anteil an dem, was passiert ist, an. Denn gewiss habe ich auch einen Anteil daran. Zu jedem Streit gehören mindestens 2. Die
Die Hawaiianer sind überzeugt vom Gesetz um Ursache und Wirkung, also Karma. Alles in der Welt ist kausal. Also hat immer einen Ursprung, einen Grund, eine Ursache. Nichts passiert ohne Grund. Vielleicht habe ich mein Gegenüber gereizt, bevor es böse Worte gab. Durch das, es tut mir leid, geht mein Fokus weg vom Groll auf den anderen, hin zu mir. Das ist der erste Schritt zur Heilung. Endlich liebe ich meinen Körper, wie er ist. Weil sie gesünder sein wollte, nahm Jasmin Kriechel 80 Kilo ab. Aber nach einer Bodylift-OP ging es ihr schlechter denn je. Erst als sie ihr Schicksal annahm, fand sie zu ihrer wahren Lebensaufgabe. Meine erste Diät machte ich in der Grundschule. Ich stellte meine Ernährung dauerhaft um. Aber als ich endlich schlank war, zerbrachen viele Freundschaften. Radikale Abnahme entstanden Hautlappen. Nach der Bodylift-OP kamen die chronischen Schmerzen. Auch die negativen Erfahrungen waren wertvoll für mich und hier unten ist die liebe Jasmin. Ihre Erfahrungen hat Jasmin Kriechel in ihrem Buch Glückswagnis zur Selbstliebe, mein Abnehmalbtraum, geschrieben. Sie ist examinierte Gesundheits- und Krankenpflegerin, studierte Psychologie, ist Fachberaterin für Ernährungsmedizin, klinischer Hypnose-Coach, bietet Beratungen online oder vor Ort in Köln, Bonn, Ahrtal und Umgebung an. Wir sollten nicht auf den perfekten Körper warten. Wir sollten mit dem Körper, den wir haben, glücklich sein. Trotzdem und sollten wir auch fördern, auch ein bisschen fordern, eben immer eine Mischung aus Anspannung und Entspannung, zusammenziehen und ausdehnen. Stehen auch kompakte Anleitungen.
ausprobieren. Diese und viele weitere Grids findest du im Buch und im Kartenset von Anne-Mareike Schulz und Dennis Mack. Sehr schön gemacht hier hinten. Schöne Farbkombi. Nochmal hier drüben. Genau, Crystal Grids. Und sogar Orakel, ein Orakeldeck. Saubere Wohnung, das erinnert mich an das, was wir vorhin schon hatten mit dem Entrümpeln und Minimalismus. Sauberkeit ist natürlich auch etwas sehr, sehr Schönes. Hält leider noch nicht lange vor. Zen-Mönche wussten schon immer, die Kunst des Lebens besteht darin, aus Pflichten im Alltag kleine Freuden zu machen. Aufräumen und Putzen sind Handlungen, die wir meditativ nutzen können. Was möchte in unserem Innenleben neu geordnet werden? Das kann ich sehr schlecht lesen da drüben. Ich glaube wirklich, ich habe mich selbst durch mein Zuhause gefunden. Ich glaube, ich habe mich selbst durch mein Zuhause gefunden. Fakt ist auf jeden Fall, dass es sehr befriedigend ist, wenn alles schön sauber und ordentlich ist. Das ist einfach so. Und auch, wenn wir nicht zu viel überall rumliegen und rumstehen haben, das wir oft gar nicht brauchen. Der Sinn des Putzens besteht darin, das Herz zum Glänzen zu bringen. Sehr schön. Schnell, hier steht nochmal das 1x1 für mehr Glanz in deinem Leben. Schnell spart Zeit und Putzmittel. Direkt, also wenn du immer direkt gleich sauber machst, ohne es erst eintrocknen zu lassen, sparst du dir mehr Zeit. Nicht fertiges Essen lässt sich oft ein wenig kaltem Wasser von Tellern abspülen, gut für die Umwelt. Zweiter Tipp, von oben nach unten putzen. Mach es wie die Profis. Erst kommen die Oberfläche, also Tische, Sideboards, Fensterbänke, dann die Polster und dann der Boden. Macht ja Sinn, weil wenn wir Oberflächen putzen, fällt ja immer was runter. Wenn du zuerst unten geputzt hast, ist es wieder dreckig. Armaturen in Bad und Küche abwischen. Nicht nur wegen den Wasserflecken. Du senkst so die Feuchtigkeit im Raum und beugst Schimmel und Bakterienwachstum vor. Viertens, lüften. Statt übertünchen. Geh der Quelle des Miefs auf den Grund. Aromalampen oder gasanthetische Düfte belasten die Raumluft nur noch mehr. Also lieber lüften, anstatt zu sprühen. Lappen sofort sauber machen. Nach dem Spülen oder Putzen den Schwamm oder Lappen sofort gut ausspülen, gut auswringen und schnell trocknen lassen. Dann sammeln sich dort keine Bakterien oder Keime an. Ich lege auch gerne mal meinen Lappen auf das Fensterbrett, wenn die Sonne scheint. Das soll auch sehr gut Bakterien abtöten. Sechstens, umweltfreundlich putzen. Also achte auf die Art der Reiniger, die du kaufst. Blauer Umwelt, also blauer Engel oder das europäische Umweltzeichen EU Eco Label. Biobasierte Reinigungsmittel tragen das Eco Cert oder Eco Cert Label. Und desinfiziere nur, wenn nötig. Und Desinfektionsmittel haben nur in Haushalten etwas zu suchen, wo eine schwer kranke oder gut infizierte Person lebt, indem sie die harmlosen Keime töten. Züchten Desinfektionsmittel in unserem Zuhause nämlich womöglich noch gefährlichere Erreger an, wenn sie zu oft benutzt werden.
Das Band der Frauen ist in unserer Heimat und manchmal sogar wichtiger als der Partner unserer Freundinnen. Lass dich vom Geschenk der Verbundenheit inspirieren und feiere deine Seelenverwandten. Pferdemädchen. Schön. Eine Verbindung über ein gemeinsames Hobby sozusagen. Erste Liebe, wie süß. Die erste große Liebe war unsere beste Freundin. Mit ihr erlebten wir die wirklich wichtigen Dinge. Die erste Übernachtungsparty, das erste Ferienlager, die erste Party in der 7. Klasse. Nicht die Schwester, nicht die Oma und wahrscheinlich auch nicht die Eltern waren in unserer Entwicklung so wichtig wie sie. Die beste Freundin klingelte als Leuchtturm in pink-weiß an unserer Tür. Eine strahlende Orientierungshilfe in der Welt, die wir gemeinsam eroberten. Manchmal verstanden wir diese Welt oder die Mathehausaufgaben nicht. Aber das schien egal, weil unsere Freundin an unserer Seite war, der es genauso ging. Oder die Mathe so erklären konnte, dass man es verstand. Bei den anderen als unzertrennlicher Doppelpack. Wir waren Hüterinnen unserer allerersten kleinen und großen Geheimnisse. Mit der besten Freundin lernten wir etwas, das bis heute unbezahlbar ist. Vertrauen in einen anderen Menschen zu haben, der nicht Mama oder Papa heißt. Wichtig als das aber ist eine ehrliche Meinung, auch wenn sie unbequem ist. Genau, man muss nicht immer im Gleichklang sein, kann auch mal unterschiedlicher Meinung sein. Alle blond oder zumindest ausgeblichen. Zusammen. Das Emoskop für den April und Mai. Es gibt einen Überblick über die astrologischen Tendenzen und ihre Wirkung auf unsere Gefühlslage. Was beeinflusst unsere Emotionen und unsere Entwicklung in den nächsten 3 Monaten? April ist ja schon vorbei. Und im Mai haben wir hier, wir sind ja jetzt schon Mitte Mai, nachgeben ist besser als auf deinen Standpunkt zu beharren. 18. Mai, deine geistigen, spirituellen Kräfte groß, Körperkräfte eher gering. 20. Mai, günstiger Termin für alles Geschäftliche und Berufliche. 23. Mai, du bist voller Kraft und Selbstvertrauen, dir gelingt alles. 24. Mai, du hast viel zu tun, bist erfolgreich und energisch. 27. Mai, Eifersucht ist dein Thema in der Liebe. Oder in einer Freundschaft. 29. Mai, du hast maximale Power für körperliche Arbeit oder Sport. Im Juni verzauberte der Jupiter uns, unser Glücksbringer, und die Venus verzaubert uns ebenso. Kann eine App die Liebe retten? Unsere Autorin und ihrem Mann ist die Zweisamkeit abangekommen. Eine Paarberatung machen. Die App Mindbar kam da als einfache Möglichkeit der Paartherapie genau richtig. Heutzutage nehmen wir uns viel zu wenig Zeit für die wertvollsten Menschen.
jeden Tag in unserem Leben sind, also wirklich persönlich in unserem Leben sind, bei denen geben wir uns dann oft gar keine Mühe mehr, weil es schon selbstverständlich ist, dass sie da sind. Fantasie.
Salbeisen schenken Ruhe. Arzneilavendel kann Sorgen und Ängste lindern. Grübeln hindert es Hirn daran abzuschalten. Die Regelmäßigkeit hilft beim Einschlafen. Eine Gewichtsdecke kann die Schlafqualität verbessern, weil man sich so umarmt und beschützt fühlt. Wir müssen den Schlaf mehr würdigen, das stimmt. So viele tolle, interessante Themen. Thank you.
Ashwagandha für besseren Sex, Jamswurzel für die Fruchtbarkeit, damit kann man sogar auch verhüten, also ja, mit dem Pulver oder mit der Pflanze. Die Völker, ich glaube, das kommt aus Lateinamerika, die Jamswurzel, die isst man dort wie Kartoffel. Und die Frauen wissen wohl, wie viel sie in einem bestimmten Zeitpunkt ihres Zykluses essen müssen, damit eben eine Schwangerschaft zu verhindern, weil das eben auch natürliche Hormone enthält. Aber wenn man das eben kauft als ja, natürliche Verhütungsmethode, muss man das einen relativ langen Zeitraum erstmal nehmen, so 3 Monate, bis sich das aufbaut im Körper. Ist natürlich nicht als offizielles Verhütungsmittel anerkannt oder zugelassen. Detox Retreat für zu Hause. Wow, echt toll. Da kann man wohl mal für sich ein paar Tage. War das nur ein Tag? Gönn dir ein paar Tage nur für dich. Leckeren Rezepten oder ja, Anwendungen, die dir beim Entgiften helfen, die deinen Körper unterstützen. Das finde ich ja genial. Lust auf Spargel und Erdbeeren. Ja, ich liebe beides, aber eher den weißen Spargel. Gibt es dann ein paar schöne Rezepte? Vegetarische und vegane Kombis. Genau, hier mit Soja. Oder zumindest Sojasahne. Schnitzel mit Spargel. Sieht nach einem Gnocchi aus. Erdbeergnocchi. Grüne Spargelsalat mit Gänseblümchen. Tomatenröstbrot mit Fetakäse. Spaghettini mit grünem Spargelpesto. Pilzkräutersalat mit Ziegenkäse und Beeren. Spargel mit Kräutersalat, roh mariniert und als Dessert Erdbeer-Chia-Joghurt-Eis. Mein Klimagarten zu guter Letzt. Gelber Rasen oder geflutete Beete. Den Klimawandel spüren wir auch ganz hautnah. Es gibt nachhaltige Ideen, wie wir durch kleine Umstellungen den neuen Bedingungen begegnen können. Das kannst du gleich tun. Sind hier Gieße möglichst früh morgens oder spät abends, aber auf jeden Fall ohne Sonnenbestrahlung, damit das Wasser nicht sofort verdunstet. Halte die Erde in Beeten mit Pflanzen, die viel Feuchtigkeit benötigen, das ganze Jahr über bedeckt, zum Beispiel mit Mulch oder Rasenschnitt. Falls du sie nicht schon längst hast, stell eine Wassertonne auf. Pflanze Mischkulturen an. Bestimmte Pflanzen bilden Gemeinschaften, die sich gegenseitig unterstützen. Zum Beispiel Tomaten und Basilikum oder Gurken, Möhren und Dill. Balkonwilden.
Fluss. Insektenfreundliche Blumen auf dem Balkon sehen unbedingt. Oh, ist das schön. Wow. Kleine Pause für die Seele. Achtsames Ausmalen beruhigt den Geist und schenkt neue Kraft. Carpe diem. So schön. Ein Kolibri in einer Hibiskusblüte und eine fütternde Vogelmutter. Schnapp dir den Moment und mach ihn magisch, anstatt auf magische Momente zu warten. Ist, was du draus machst. Sehe ich ein bisschen anders. Es gibt schon sehr, sehr schönes Wetter. Und dann gibt es Wetter, da möchte man am liebsten im Bett bleiben. Und wenn sie sich dann doch zeigte, die Sonne, wurde sie doppelt gefeiert. Stimmt, was immer weg ist und dann wiederkommt, weiß man immer viel mehr zu schätzen als das, was immer da ist. So sind wir leider, wir Menschen. Meer und Himmel ist gleich Dänemark. Wir waren Wikinger und Alchemisten. Der Sonne auf Rollschuhen entgegen. Auch Musik, Kunst und Yoga machen uns wach und fit. Und eine Nacht im Baumhaus gibt es obendrein. So ein schönes Bild. Auf die Matte mit neuen Yoga-Klamotten im Batik auf Dixie. Wenn der Frühling grüßt, dann hüpft das Herz vor Freude. Liebe lesen. Ein Herz. Sauer macht gesund. Endlich respektvolle und wertschätzende E-Mails schreiben. Schön, wirklich schön. Die kriegen wir auch noch zugeschickt. Dann ist mein geschenktes Jahresabo von der Happy Way vorbei. Ich freue mich noch sehr auf die Sommerausgabe. Vielleicht hat es dir auch gefallen. Du gönnst dir auch mal eine Happy Way. Rabenhorst, wissen, was gut tut. Genuss und Gesundheit im Einklang. Reformhaus. Detox, Detox, Detox. Die werde ich mir natürlich nochmal in Ruhe zu Gemüte führen. Schön, dass du hier bei diesem Video dabei warst. Ich hoffe, du konntest dich wunderbar entspannen und hast eine schöne Zeit gehabt mit diesem Inhalt. Ich wünsche dir alles, alles Gute und sage Bye, Bye.
schön vor.